meine Küche. Willkommen in meiner Küche. Heute zeige ich euch, wie ich Rühreier am liebsten mag. Vielleicht ist das Video für Anfänger, die gerade kochen lernen. Und die Zutaten sind hier für eine Person, nur für mich, weil ich jetzt alleine bin zu Hause, also mit meinem Sohn. Mein Sohn werde das nicht essen mit Zwiebeln. Und jetzt habe ich hier so Folgendes. Da habe ich halbe Zwiebel. Ich habe hier große genommen. Ich liebe gebratene Zwiebel. Deswegen habe ich viel genommen. Groß. Ja, groß. Könnt ihr eine kleine nehmen. Oder wie ihr da mögt. Die habe ich mir so auf einen, der so geschnitten. Ja, ich weiß nicht, wie man jetzt das so nennt. Einfach so halbiert. Dann wieder halb, die Hälfte halbiert. Genau, so halbiert und dann auf dünne Streifen geschnitten. Dann habe ich hier drei Eier, eine Esslöffel Katerschinken, die ist noch ein bisschen, gefroren. Schnittlauch zum Schluss, ist auch gefroren. Und Salz und Pfeffer und da habe ich ein bisschen Öl. ich werde es als Erste das Zwiebel und Katerschinken anbraten. Zum Eier gebe ich noch einen kleinen Schluck Milch und lasse das verquellen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Zwiebel müssen wir auf mittlere Hitze so glasig dunsten. Darf nicht zu hoch sein, weil sonst wird euch das verbrennen. Wenn sie schon glasig gedunstet ist, kommt das verquellte Ei da rein und werden wir langsam braten. Ich gebe jetzt hier die Zwiebel, ja, Lauchzwiebel. Das ist frisch. In Box hatte ich was anderes gehabt. Ich dachte, da war die Zwiebel. Mache ich das so langsam umdrehen. Wenn man kann jetzt hier kann ich hier klein geschnittene Paprika geben, also in kleine Würfel geschnitten oder auch Tomaten. Ich esse es so. Okay, mein Rührei ist schon fertig. Die Tomaten mache ich lieber so frisch. Wir probieren es. Die Zwiebel macht viel und die Schinken. Sehr lecker. Lass bitte. Ja, jetzt komm. Sehr lecker. Okay, ich esse weiter. Ich hoffe, das Rezeptvideo hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.